So, jetzt machen wir Tomatenkonkassee. Das ist eigentlich eine Garnitur. Das ist, am Ende kommt das oben drauf, damit es eben schöner aussieht. Ist auch ganz einfach. Machen den Strunk hier raus. Ritzen das hier oben ein bisschen an. Ne? Hier so ein Kreuz gemacht. Bloß anritzen. So. Jetzt geben wir das ins kochende Wasser. So lange, bis sich die Haut löst. Können Sie das Mangoldwasser auch benutzen. Habe ich jetzt auch gemacht. Dauert so, naja, 20, 30 Sekunden vielleicht. Mal länger, mal weniger. Gucken wir mal. Gucken. Nee, die können noch, warte. Ein bisschen. Man muss eben aufpassen, dass es nicht Matsche wird. Sonst hat man dann Tomatenmark. Das möchte man ja auch nie. So, ich denke, jetzt wird sie sein. Jetzt löst sie sich ja schon fast von allein. Sehen Sie, hier ist es ein bisschen aufgeplatzt, hier löst sich das alles schon. Jetzt kommt das ins Eiswasser, abgeschreckt. Und da sehen Sie auch, dann geht das alles schon ein bisschen besser alles ab hier. Löst sich das alles. Jetzt kann man die rausnehmen, schön abgekühlt. So, jetzt kann man das einfach ganz normal ablösen. So, jetzt tun wir die einfach in Vierteln. Das Innere muss raus. So. Jetzt schneiden wir das einfach in feine Würfel. Wir haben ja die Tomate geschnitten in Würfel. Ein bisschen Olivenöl. Töpfchen heiß werden lassen. Ich mach das mal so ein bisschen zu Ihnen hier. So. So, den Knoblauch rein. Ein bisschen Schalotten. So, ein Teelöffel vielleicht, bei der Menge, bei der Tomate hier. Das muss ja nicht richtig heiß werden. Bloß Tomaten. So, jetzt ein bisschen mit Salz, Pfeffer würzen. Man kann auch ein bisschen Muskat nehmen. Aber nicht viel. Also was heißt, wie nicht viel, wie es jeder möchte. Ne? So, ein paar Kräuter ran. Einen kleinen Löffel Butter. So. Das war's schon. Und dann das Tomatenkonkassee. Das ist eine Garnitur. Die machen wir einfach hier mal so oben drauf. Wie das jeder möchte. Schöner findet. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de